Was? Extra Speed Inserter. Ich habe keine 10. Keine, würde ich gar nicht herstellen, oder? Nee, das war Öl. Mist. Okay. Bullet Shooting Speed. Go. So. Was? Es wird nicht mehr Wasser angezeigt da hinten. Oh. Neues Problem. Es kommt nicht schnell genug Wasser. Was? Warum steht da 9,3 und hier steht 0,2? Ist jetzt nicht mal neu. Du bist komisch. 1,2. Oh, Moment mal. Ist Wasser jetzt endlich? Oder ist es nur doof, weil das hier auf so einem hellen Fleck ist und nicht auf so einem dunklen? Das sah cool aus mit der Laola-Welle. Ich bräuchte also eventuell Offshore-Pumps 2, um das irgendwie auszugleichen. Man konnte keine Speed-Module reinhauen, ne? Nein, okay. So, jetzt ist Wasser aber wieder da. Wie kalt ist es denn? Ganz schön. ETF? Temperatur 24. Wir sind viel schlechter als die anderen. Energy Consumption 520. Energy Consumption 625. Die Effektivität steht jetzt hier nicht bei, warum auch immer. Aber hier in den Tooltip steht's. Da. Efficiency 75%, was gut klingt. Und die nur 68%. Denn ist aber noch ein Boiler-E-Wert von 80%, der nirgendwo anders auftaucht. Über die Resultate sprechen. Für sich. Available Performance ist so niedrig. Ist das immer noch wegen dem Wasser? Ja. Okay. Kriege ich da eine Rohr zwischengequetscht? Ein paar Pipes. Ja, kriegt man. Okay. Oh. Mehr Pipes. Okay. Also aus dem Hellen kann ich bauen. Kann ich da auch was hinbauen? Nee. Bau Offshore. Nee, das klappt so nicht. Komisches Verhalten hier. Wenn ich das jetzt da rumbaue, was passiert dann? Ja, da auch nur 1, noch was. Also ich müsste eigentlich eine Stelle suchen, die ähnlich aussieht wie hier und von da aus dann das Wasser rüberbringen. Den Platz hier wollte ich eigentlich anderweitig nutzen. Und es ist immer noch nicht genug Wasser da. Das ganze Wasser hier einmal rausgelaufen oder was ist da passiert? Und die sind alle leer. Okay, ich brauche mehr davon. Bau mehr davon. Ich mache einfach mal Overkill und teste, ob es dann irgendwie da liegen könnte. So, bau, 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 bau. Hallo Forschung. Bye, bye, Forschung. So, du mach mal von da ein Rohr nach da und verbind das alles damit. So, jetzt müsste da genug Wasser im Rohr sein. Gut. Noch nicht voll. Wollte ich mich veräppeln. Aber hier fühlt sich es wenigstens. Okay. Dafür ist die Temperatur einheitlich bei 57 Grad, weil das der höchste Wert hier oben ist. Da ist er 100. Also lag es leider doch nicht am Wasser. Es war wahrscheinlich auch ein Faktor, dass sie nicht genug Wasser bekommen haben, aber es lag nicht nur daran. Ich versuche nur gerade irgendeine andere Ausrede zu finden, warum die so schlecht sein könnten, aber finde ich keinen.
Jo, schade. Dann mach bitte so wieder. Eine Laula-Welle. Grad. Achso, ja natürlich, weil hier ja auch mehr hinten dran sind. Dum, dum. 100 Grad. Ja, okay. Also, so viel dazu. Das heißt, die werden erst interessant sein, wenn wir in die nächste K-Stufe kommen würden. Dafür bräuchten wir allerdings Zink und Invar und all diese Geschichte. Also ich glaube, das lasse ich erstmal. Das heißt, ich kann dich jetzt auch wieder umbauen. Mal gucken. Ob das Wasser hier reicht, weil die haben anscheinend nicht so ein hohes Volumen oder Fassungsvermögen oder was auch immer. Oder es wird einfach zu wenig verbraucht. Das heißt, wenn jetzt wirklich mal ein Ernstfall eintreten würde, dass alle auf 100% Leistung laufen würden, dann hätten wir eh ein Problem. Deswegen hoffen wir, dass es niemals eintreten wird und bauen einfach hier weiter. So. Auf der anderen Seite auch nochmal. Miep. So. Oh Mist, das war falsch, richtig? Ja. Die kommen da raus. Die müssen dahinter. Irgendwie. Da müssen die hin. So. Das da muss ich auch noch irgendwie emulieren. Dann bau bitte... Davon welche? Habe ich noch keine, ne? Nee, brauche ich mehr. Brauche ich Rohsteine. Für Rohsteine habe ich, glaube ich, gar keine mehr. Die habe ich alle in Auftrag gegeben, dass sie zu Ziegeln verarbeitet werden sollen. Richtig? Richtig. Und das produziert eh... Oh, wei, warte, machen wir mal so. Ja, 0... Mit 2,1 pro Sekunde. Warum sagt er mir hier 0,2 und da sagt er mir 2,1? Habe ich noch so ein schnelles Ding? Ne, bau mal schnell einen Drill. Boah, krass, das ist wie Zeug. Okay, setz ihn nicht hier. Noch irgendwo Stein? Da oben. Wird aber alles sofort weiterverarbeitet. Und das sind viel zu viele Schmelzöfen für das kleine bisschen Stein. Okay. Damit. Gut. Wofür brauchte ich den Stein jetzt? Achso, für die Boiler, genau. Du. Da. So, Boiler nach unten. Dann müsste der ganze erhöhte Stromverbrauch auch wieder ausgeglichen werden durch die neuen Steam Engines. Und die neuen Steam Engines werden versorgt durch die besseren Drills, die mehr Kohle produzieren, um mehr Kohleblöcke zu haben, um alles hier zu befeuern. Ich bräuchte allerdings auch noch... Da. Splitter. Go. Hier dann hin und dich irgendwie aus dem Weg. So. Splitter. Da. So. Das. Ganz normal Transport Bales. Danke. Ja, soweit so gut. Dich dahin, dich dahin. Boiler, 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 boiler. Boiler, boiler, boiler. Und dann da und da jeweils ein hin, damit die einfach versorgt werden können. Okay. Das war's schon, ne? Nochmal Licht hier. Ja, das müsste schon gewesen sein. Okay. Das sieht doch schon wieder wesentlich besser aus. Schön, schön, schön. Alles 100 Grad. Wenn ich noch einen ranhänge, funktioniert es nicht richtig. Ja, doch, jetzt gerade funktioniert es, aber es auch nur, weil, ne, sie nicht komplett ausgelastet werden. Nee, lass ich mal. Ist okay so. Ist okay so. Das heißt, hier darf ich jetzt in Ruhe staunen. Ich gucke mal, ob ich wieder was für mich abschnappen kann. Yep. Sehr schön. Dann brauche ich Eisen. Ja, na gut. Also, das wird in Zukunft komplett noch umgebaut auf die schnelleren Drills. Auch beim Stein werde ich alle Drills ersetzen. Beim Eisen und Kupfer brauche ich momentan nicht, weil ihr seht, wie sich das hier staut.
kann ich übrigens mal alles mitnehmen. Und irgendwo reinschmeißen. So. Du bekommst 100 davon. Davon welche? Okay. So. Damit der Puffer da auch größer wird. Hier sind die ganzen Schmelzofen noch uralt. Und eigentlich bräuchte ich die Schmelzöfen da gar nicht, weil alles hier unten mit dem Pulver schon gut gelöst ist. Nee. So, die haben Strom. Ist alles okay. Was nun? Mehr Eisen. So, hier könnte ich mal ein schnelleres Ärmchen dran setzen. So. Gib mir einfach alles. So. Mehr. Was fehlt? Die Dinger. Okay. Nächsten Folgen. Was machen wir da alles Schönes? Großer Kühlchen einsammeln? Eine Verteidigungsanlage, ja. Ja. Wobei ich... Ich sollte ein bisschen mittel-langfristiger denken. Weil wenn ich jetzt die Verteidigungsanlage hier aufbaue mit Sniper-Türmen dazwischen allem anderen auch, dann ist es doof, wenn ich 5 Folgen später das Ganze wieder abreiße, nur um das Ölzeug mit reinzunehmen. Das heißt, was ich nächste Folge machen werde... Erstmal stelle ich ganz viele Mauern her. Ich werde die Mauern jetzt hier schon so anpassen, dass das Ölfeld mit drin ist. Dann werde ich ganz viele Pumpjacks bauen, die ich noch gar nicht bauen kann. Okay, dann gehe ich langsam in Richtung Pumpjacks und Ölverarbeitung. Damit das dann zumindest schon mal vorbereitet ist. Für den Tag, wo ich denn das ganze Rohrgewusel machen will. Muss ich also noch einen Platz versuchen. So, du. Da. Wieb. Hä? Warum springst du gerade von 0,9 auf 1,2? 0,4? 1,2 hat mir besser gefallen als 0,4, ganz ehrlich gesagt. Oh, machst du schon. Oh, und hier staut sich auch ein normaler Stein. Oh, das ist super. Nimm dann mal hier nur ein Ärmchen. So. Mach da eine Kiste hin, dass wir zwischendurch für diverse Privatsachen auch hier Steine rausholen können. Du. Da. Ach. Das kurz mal abbrechen. Danach wieder neu anschmeißen. Gut. Das kommt also auch. Wir brauchen dann... Die Mauern reichen die? 177 Stück? Einmal komplett außenrum? Einfach eventuell. Dreifach Mauern eher unwahrscheinlich. Alternativ könnte ich das ganze Ding auch einfach einigeln. Das gehört gar nicht wirklich zur Basis dann? Ah, nee, komm. Naja, ist okay. Ich werde später eh tierisch viel Platz brauchen für meine ganzen riesen Fabrikanlagen, was weiß ich. Da sollte ich mich jetzt schon am Anfang ein bisschen was sichern, das ist okay. Hat bisher nie geschadet. Also ja, es dauert dann recht lange, die ganzen Verteidigungsanlagen erstmal aufzubauen und auch einigermaßen ordentlich zu machen und zu automatisieren und so weiter. Aber wenn sie dann stehen, ist es schon sehr praktisch. Nee. Wir haben noch ein Tinfeld und noch ein Bleifeld, das wir nicht so wirklich brauchen. Was soll's. So, bau hier schon mal. Ich will lieber die Mauern haben. Ist da noch irgendwas in der Nähe, was ich gerne hätte haben wollen oder so ähnlich? Nee. Titan. haben wir Rutilie irgendwo in der Basis? Ja, das ist Fluorid. Das Loch kann drin bleiben. Ist das Titan? Ne, ist auch Fluorid. Fluorid. Warum sieht das so ähnlich aus? Das ist unpraktisch. Ja, nee. Wir haben kein Titan innerhalb der Basis. Oh, das wäre echt schön, Titan innerhalb der Basis zu haben. Was haben wir auf den Inseln hier unten? Das ist viel zu weit oben. Da müsste ich das hier alles... Oh nee, das ist... Eins zur Zeit. Okay. Mach bitte hinter dir das zu.
Nächste Folge sichere ich nur das Öl und die Expansion nach. Oh. Kupfer, Titan, Eisen und buntes Zeug, das bestimmt auch nicht schlecht ist. Also so viel Zeug. Was ist das da? Ich glaube, es waren Edelsteine. Also wir werden nach und nach. Hallo, Angriff. Wir werden nach und nach das hier alles in Beschlag. Oh, die erste Basis im Nordwesten. Alles in Beschlag nehmen. Aber nächste Folge einfach nur erstmal das Ölding hier. Und eventuell auch nicht komplett rüberziehen, sondern wirklich nur hier hoch, darunter, darunter. Ist eine recht eklige Auswülstung, aber das können wir später, wenn die Roboter da sind, alles recht schnell durch rote Blueprints und blaue Blueprints alles wieder umsetzen. Das passt schon. Das Wichtigste ist einfach nur das Öl zu haben, um dann, ne, die Roboter zu kriegen. Also bis gleich.